kann dir ein bisschen über Just Cause erzählen, weil du hast das ja alles schon mal so ein bisschen erwähnt. Der Wingsuit hier, den ich gerade so habe, den gibt es ja in Just Cause 2 gar nicht, aber in Just Cause 3. Und ich weiß, dass die Entwickler vom Just Cause 2 Multiplayer Mod auch gerade den Just Cause 3 Multiplayer Mod entwickeln. Ja. Also sie sind dabei. Es gibt erste Gameplay-Videos, aber ist natürlich noch nicht fertig. So. Ach, ich lande. Okay, wir sind jetzt hier übrigens am Ice Lake. Das hast du ganz richtig erkannt, ja. Das, wie der Name schon sagt, ist ein großer, zugefrorener See. Hm. Und hier kann man im Prinzip einfach nur rumfahren. Huch. Okay, da war ich ein bisschen zu langsam mit meinem Spawn, sonst wäre ich jetzt hier nicht umgefahren worden. Von dem Fred da vorne. Der Police! Uhuhu. Bleiben Sie stehen! Niemals werden Sie mich bekommen. Ich, lieber sterbe ich. Was ist hier los? Dieses Police-Fahrzeug ist... Das ist, macht überhaupt keinen Sinn, ey. Ich fahre einfach nur über dich rüber. Oder du fliegst unter mir durch. Ich brauche ein besseres Fahrzeug. Ja, genau, das macht keinen Sinn. Hier, ich brauche was Schweres. Wow. Hallo? Nein? Kümmere mich drum. Bam. Genau, sehr gut. Hier. Warum geht das nicht? Gib mir. Er kann das nicht. Gib mir den. Na gut, dann nehmen wir halt den. Okay. Oh, da ist noch jemand. Guck dir das ja an. Ja. Achtung. Oh, ich habe ihn nicht getroffen. ich bin so schwerfällig. Warte, Handbremse ist hier. Weak. Der Fred hat keine Chance gegen mich. So, da hinten. Ah, auf meinem Auto steht jemand drauf. Nutella steht auf meinem Auto. Nutella? Ja, mit einer Minigun. Oh, Nutella mit einer Minigun. Bam! Oh, das funktioniert auch nicht, ey. Oh, nee, hier wird schon wieder geschossen. Ja, irgendwie sind die Leute hier in diesem Spiel, also in dem Multiplayer-Variante von dem Spiel, nur auf Krawall aus. Das ist unglaublich. Ja, warte kurz. Ich bin ein bisschen außer Kontrolle geraten. Wo bist du überhaupt? Nee, Moment, warte kurz. Ui, so, ich bin wieder da. Sehr gut. Immer in Richtung Explosion und dann... Voll aufs Maul. Da kommen Nutella und Frittenfred. Ah! Juhu! Okay, alles klar. In die Explosion rein. Wup, wup, wup. Okay, mein Auto steht in Flammen. Hinaus! Ich folge dir. Wo bist du? Ich seh dich nicht. Ah, sehr schön. Also, die Grafik in dem Spiel ist wirklich so okay, aber die Explosionen sehen immer sehr gut aus. Das ist korrekt. Das haben die auch so im dritten Teil fortgesetzt. Den habe ich noch nicht gespielt. Ja, ich habe mir Videos angeguckt. Gespielt habe ich ihn auch noch nicht, aber es sah schon mal ganz nett aus. Der dritte Teil soll sehr verbuggt sein, was die Hardware angeht und sowas. Ja, ruckeln und so. Läuft ja, nicht das gescheit. Kann sein. Ja, deshalb spielen wir den hier. Der ruckelt der nicht. Der läuft. Ja. Ist nur ein bisschen verbuggt. Also mein Hut spawnt immer zuerst. Aber das liegt, glaube ich, auch am Mod. Upp. Zack. Oh je. Okay, schnell wieder was spawnen. Okay. Ja, also ohne Auto ist mir hier gerade echt sehr leichtes Ziel. Okay, ich verfolge ihn und... Ne, ich bin durch ihn durchgefahren. Hui! Wo ist der Boden? Da. Zack. Perfekte Landung. Mit Tony Hawk gäbe es jetzt 1 Million Punkte. Wo bist du denn überhaupt? Ich seh dich. Ich bin so alleine hier. Nein, warte, ich komm zu dir. Ich verfolge dir. Ah, da bist du. Alles klar. Hallo, wo bist du? Hallo, hallo. Guten Tag. Warte. Hui! Und, nee, noch ein Stück. Hui! Und jetzt wieder Vollgas. Nee, so. Und Vollgas. Driftet er mit seinem... Drum! Wow. Nee, das war ein bisschen nur zu schnell. Nee, mir zu gefährlich. So. Ich wollte ja eigentlich was ganz anderes haben, aber hier, wenn auf mich geschossen wird, dann muss ich immer irgendwas spawnen. Das wird hier einfach kaputt gemacht. Wo ist es denn hier? Ich sehe das gar nicht. Hier. So. Ja, auf mich wird geschossen. Oh Gott, ich wurde getroffen.
Warte, ich bin schon im Einsatz. Ja, das ist übrigens auch ein schönes Feature in diesem Spiel. Oh, ich bin tot. Und jetzt habe ich mir gerade ein Auto gespawnt. Ich kann übrigens noch fahren, auch wenn ich tot bin. Interessant. Echt? Sehr gut. Interessantes Feature in diesem Spiel. Wenn man in einem Fahrzeug sitzt und aus diesem rausspringt, explodiert es bei der nächsten Gelegenheit, wenn es irgendwo anstößt. Meistens. Ja, eigentlich fast immer. Ja, also bei Booten geht das sehr einfach. Hui. Was war das jetzt? Eis. Wuhu! Oh shit, die Richtung. Wie heißt der Typ? Hexagon? So. Hexagon! Alles klar! Hexagon, mein Homie! Woop. Super Drift mit Hexagon am Start! Woop. Oh shit! Ne, ich bin noch unterwegs. Woop. Und vorwärts! Sehr gut! Oh yeah! Er schießt Granaten! Oh. Woop. Super Drift! Du hast schon wieder eine Insel im Weg. Kein Problem. Höh. Hexagon ist immer noch am Start. Oh, Auto steht in Flammen. Steig aus. Na, so kann man seinen Spaß haben in Just Cause 2. Wo bist du schon wieder? Irgendwie verlege ich dich. Dann wieder einfach B und kaufen. So, und dann geht's weiter. Oh, und dann wird schon wieder auf mich geschossen. Also irgendwer, der hat sich so irgendwie mich als Ziel ausgesucht, kann das sein? Obwohl ich hier der Helfer in der Not bin, ja. Weiß ich, irgendwer hat hier so ein Auto mit Maschinengewehr hinten drauf und er schießt auf mich. Aber wenn ich jetzt hier mal nicht die Stuntkamera hätte, sondern, genau, da ist er nämlich. Wie heißt er denn? So ein gelber Punkt. Ach, das bist du. Das erklärt natürlich alles. Verdammt. Was hätte ich dich erwischt? Warte, ich hab ein flugbares. Hier, mit Boost fliege ich jetzt einfach hier so. Ne? Also, willst du mir folgen oder so? Ja, will ich. Ich nehme dafür aber lieber einen Hubschrauber. Ja, kriegst mich niemals. Ich habe 700 km/h drauf mit meiner Feuerwehr. Ja, dann kriege ich dich niemals. Wo, in welche Richtung fliegst du denn gerade? Das ist ziemlich genau Süden. Okay. Dann vielleicht nutze ich dann einfach ein anderes Fluggerät, eine Sekunde. Also nicht durch geschicktes Drücken der Boost-Taste, nur mal so, hier ist übrigens TP-Dish, komme ich gerade dran vorbei. Okay. Ja, also könnte ich auch beinahe schon aussteigen, weil, das reicht nicht. Bam. Also du bist einfach Richtung Süden, dann fliege ich jetzt einfach Richtung Süden und dann müsste ich dich ja irgendwo finden. Ja, Dish, genau da bin ich gerade. Hier bei der großen Satellitenschüssel, ne? Deshalb Dish. Ach, deshalb! I have arrived. So, und hier ist die Tür. Ah, hier ist die Brücke. Keine Ahnung. Ich spawn mir hier irgendwas Lustiges. Hier sowas zum Beispiel. Und dann fahr ich hier rum. Oh Mann, ey. Hier ist ein Typ, ja, und er schießt schon wieder auf mich. Und er steht auf dem Flugzeug drauf und schießt mit dem Raketenwerfer auf mich. Dish. Hä, hier ist doch nicht Dish. Ist blöd. Dish. Ah, hier ist Dish. Weißt du, was das schreibt? Nee, ja, ich hab den Knopf gedrückt. Das bin ich! Nee, das bist du nicht. Der ist blau, du bist gelb. Ja, dann bin ich das. Jetzt ist er rausgeflogen. Gibt's hier nicht auch bei Dish ein. So lustig, er versucht mich zu treffen, aber er schafft es nicht, obwohl ich das langsamste Fahrzeug habe, was existiert hier. Jetzt fahre ich direkt auf ihn zu. Hui. So. Hier, Flugzeug. Ja. Nun ja, also ich warte auf dich. Wo bist du denn? Da ist gerade ein Heli runtergekommen. Hier, ich bin der da. Fliegt einen pinken Hubschrauber. Nee, ich kann nicht nach oben gucken, tut mir leid. Aber du schießt auf mich. Ah! Korrekt, ich schieße auf dich. Okay.